Hallo, mein heutiges Video handelt von der Sprache und wie der Titel schon sagte, ich werde hier die These versuchen zu beweisen, dass alles Sprache ist. Alle Menschen sprechen oder fast alle Menschen sprechen und deshalb könnte es alle Menschen interessieren, vielleicht sogar Sprachwissenschaftler, aber auf jeden Fall ist es etwas für alle die, die den blauen Weg gehen wollen. Die sollten die blaue Theorie, die ich ja begründet habe, zumindest ansatzweise gut verstehen. Mein Name ist Uta Baranowski. Ich bin Wissenschaftlerin und Begründerin der Theorie und Lehre der blauen Schule. In dieser Videofolge Blaue Schule stelle ich die Theorie und ein bisschen auch die Lehre da, aber vor allen Dingen die theoretische Grundlage. Wofür ist die Grundlage? Für den blauen Weg. Der blaue Weg ist eine Möglichkeit, seine Probleme in der Welt mental zu lösen. Und dazu benötigt man so ein bisschen Grundwissen. Wichtig ist, dass ihr die vorangegangenen Videos geschaut habt und so ein bisschen verstanden habt, was die Wirkkraft ist, dass die Null ist, nicht erkennbar, und dass die sich aufsplittet in verschiedene Pole. Das spielt heute bei diesem Video auch eine Rolle und dieses Video habe ich jetzt gestaltet wie eine Vorlesung. Es ist ja eine Lehre und in der Lehre geht man auch, wenn man höher gebildet ist, in die Vorlesung, in ein Studium, aber so schlimm wird es nicht. Allerdings, es kommen schon ganz viele Wörter und Begriffe aneinandergereiht, die zum Nachdenken anregen können oder die sich schon mal verknüpfen oder die auch erstmal so ein paar Funken entzünden in einem. Ja, dass man eine Ahnung davon bekommt, ah, was meint sie denn eigentlich? Ich habe vor mir meinen Laptop und da sind alle Bilder drauf, die ich jetzt, sowas wie Tafelbilder, ja, die ich jetzt so nacheinander anklicke, ihr seht sie dann, ja, sie werden ja nicht wie bei einer richtigen Vorlesung an die Wand geworfen, sondern ihr seht sie dann und ich erzähle was dazu, sodass ihr einen Zusammenhang erkennen könnt zwischen den einzelnen Bildfolgen. Dieses Video und das nächste sind sozusagen die Kernstücke der Theorie und Lehre der Blauen Schule. Das zu begreifen ist wichtig. Ich habe dafür gut 20 Jahre gebraucht und kann aber auch das vorherige Leben mit dazu nehmen, weil ich ja da auch erstmal sprechen lernte und überhaupt lernte und ein bisschen was ja, begriff im Leben und nach mehr und mehr und mehr. Das alles ist komprimiert in diesem Video, in dieser Lehrveranstaltung, zumindest eine Hälfte. Die zweite wird im nächsten Video kommen. Hier gibt es aber eine runde Geschichte, was ist Sprache? Ich habe mir dabei in der Vorbereitung, die jetzt so ein paar Wochen dauerte, in dieser Vorbereitung habe ich mir das Ziel gestellt, dass auch ein Achtklassenschüler das versteht und dass auch ein Professor sagt, okay, da kann man mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin leicht vorbeigeschrammt, dass ein Achtklassenschüler das versteht. Ist vielleicht ein bisschen höher, kann aber auch sein, dass es gibt ja auch sehr, sehr intelligente und umfangreich gebildete Achtklassenschüler, ja, gibt ja heute das Internet, da kann man ja viel drinnen umhersurfen und was lernen, da muss man ja nicht alleine in der Schule lernen. Und es kann durchaus sein, dass Professoren angesichts dieses Videos, naja, nicht ganz, so ein kleines Herzleiden bekommen und einen kleinen Gehirnschlag. Ja, weil es bringt ein bisschen was aus den Fugen bisheriger Erkenntnisse, gerade in der Sprache. Die Sprache ist vielfach schon erforscht. Das ging schon vor tausenden von Jahren los, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, was ist denn das, was da aus dem Mund rauskommt? Ja? Wie funktioniert das? Und es fing ganz einfach an. Erstmal hat man sich gefragt, was ist das? Und dann hat man weiter darüber nachgedacht. Meistens waren das Männer. Und noch mehr drüber nachgedacht, dann entstanden Wissenschaften und dies und jenes und noch was, alles differenzierte sich immer weiter, es entstanden viele Worte, viele Begriffe und dann hat man das als extra
Begriff genommen, die Sprache für sich genommen, unabhängig von allen anderen Wissenschaften, ja, und innerhalb dieser Sprachwissenschaft dann, ja, hochkomplex, hochkompliziert, haben sich viele, viele, viele Doktoren und Professoren dran, ja, versucht und gebildet, Doktorarbeiten geschrieben. Einige davon habe ich sogar gelesen, aber zumindest versucht zu begreifen, denn in der modernen Sprachwissenschaft gibt es ganz viele Begriffe, die ich nicht begreife. Ja, die für mich, sagen wir mal, dieser Wortschatz fehlt mir. Was ich hier zeige, ist ein Wortschatz, also ich spreche in einem Wortschatz, den eigentlich jeder verstehen könnte, der sich so ein bisschen was, ja, für etwas mehr als Kuchenbacken und Katzenvideos interessiert. Der kann das verstehen, denn die Begriffe sind alle schon mal irgendwo im Alltag aufgetaucht. Viele können damit auch was anfangen. Und wenn nicht, erkläre ich sie ganz genau. Zunächst erstmal, jeder kann sprechen. Und jeder glaubt auch zu wissen, was Sprache ist. Wird ja auch so definiert, das, was aus unserem Mund als Worte herauskommt, das ist Sprache. Ich bin der Ansicht, das ist ein Teil der Sprache. Und nur ein kleiner Teil der Sprache. Und das wissen aber auch schon viele. Fangen wir einfach mal an. Hier meine These. Alles ist Sprache. Alles. Und diese These werde ich in den folgenden Bildern, Worten und Begriffen erläutern und beweisen. Zunächst einmal gucken wir uns an, was ist denn Sprache überhaupt? Jetzt kommt meine Ansicht dazu. Ja, nicht die, die ihr bei Wikipedia findet oder sonst irgendwo. Es ist meine erforschte Ansicht, was Sprache ist. Das muss man wissen. Ja, die Theorie der blauen Schule ist meine Theorie. Und das, was ich jetzt hier darstelle, basiert auf dieser Basistheorie von allem. Deshalb ist es meine Vorstellung von Sprache. Die muss überhaupt nicht übereinstimmen mit anderer Leute Vorstellung von Sprache. Ja? Ich zeige, was ich denke, was Sprache ist. Also, was ist Sprache? Da sind wir uns sicherlich alle einig. Sprache ist erst einmal das, was wir so aus dem Mund herausbringen. Worte. Ein Wort ist und, oder, Baum, Zange, Hobel, Garage, Himmel, Erde. Alles das sind Worte. Ja? Und aus Worten besteht unsere menschliche Sprache. Und deshalb sagen viele und denken viele, ja, das ist Sprache. Nun ist es ja so, dass Worte gesprochen werden aus unserem Mund in die Welt hinein. Und dann sind das Töne. Meine Worte tönen. Es sind Töne, die hinausgehen in die Welt. Worte, die einen bestimmten Klang haben, bestimmte Töne. Also sind Töne auch Teil oder Sprache. Dann können wir Worte nicht nur sprechen, sondern wir können sie als Mensch auch aufschreiben. Dann ist also Schrift auch Sprache. Es ist eine schriftliche Sprache. Ja? Es gibt die gesprochene Sprache und es gibt die schriftliche Sprache. Müsste auch klar sein. Nun kann man Worte schreiben. Man kann aber auch Worte in Bildern darstellen. So lernen zum Beispiel Schüler in der ersten Klasse oder im Kindergarten. Ja, da wird ein Baum gezeichnet und dann lernt man, das ist ein Baum. Sprich mal Baum. Das lernen auch schon Kindergartenkinder oder ganz klein, wenn sie gerade anfangen zu sprechen, dann sagt die Mama vor, guck mal, da ist ein Baum. Ja, und dann plappert das Kind nach. Also diese gesprochene Sprache muss erlernt werden, damit das Kind begreift, was ein Baum ist. Es sieht einen Baum und kann einen Baum von der Umwelt unterscheiden, das macht unser Gehirn, ja. Aber dass es dann auch weiß, dass das ein Baum ist, in dem Wort B-A-U-M, ne, muss es das erst einmal lernen. Erst einmal gesprochen und später in Form von Buchstaben und Schrift. Aber ein Bild ist auch Sprache, Bildsprache. Natürlich, einfach mal weiter gesagt, auch ein Video ist Sprache. Das sind laufende Bilder, ja, ein Film. Kann man auch als Teil der Sprache bezeichnen. Da muss nicht unbedingt immer ein Wort dabei sein. Man guckt sich einfach einen Film an, einfach nur eine Wiese, wie da Bienen umherfliegen. Auch das ist bildhaft, bewegte Bilder, die ja, als Sprache bezeichnet werden können. Der nächste Aspekt der Sprache ist, dass ich
ja nicht einfach nur so hineinspreche, sondern ich spreche meist zu jemandem, mit jemandem, ob ich jemandem nun einen Brief schicke oder so ein Video mache. Ja, ich bin immer im Gespräch mit anderen. Ich plapper ja manchmal schon, ne? Aber meistens nicht nur für mich selber, sondern so ein Gespräch hat ja auch irgendwo eine Aufgabe. Ich will ja jemandem was mitteilen und deshalb spreche ich für jemanden und der hört die Töne, der sieht die Bilder, ja, der sieht mich oder der sieht die Schrift oder der sieht die Bilder, den Baum, den Film vom Baum. Es ist also eine innere Angelegenheit. Sprache ist das, was wir ausdrücken und Sprache ist das, was reinkommt. Das ist Sprache. Kann als Sprache bezeichnet werden. Wenn aber Bilder und Töne, also das, was durch unsere Augen reinkommt und unsere Ohren reinkommt, Sprache ist, dann ist auch Geruch Sprache. Dann ist auch Geschmack Sprache. Und dann ist auch das, was ich taste, Sprache. Nehmen wir einfach mal einen blinden Menschen. Für den kommt nur Sprache über die Ohren oder das, was er tastet und das, was er riecht. Es kommt in seinem Gehirn an und er begreift es und versteht es. Aber nicht nur der Mensch. Tiere zum Beispiel unterhalten sich ja nicht mit Sprache, die wir sprechen, sondern die haben eine andere Art, sich etwas mitzuteilen. Ganz bekannt ist das zum Beispiel der Tanz der Bienen. Ja, Bienen finden irgendwo ganz reiche Nektarblütenbeute und dann fliegen sie zurück in ihren Bienenstock und dann tanzen sie und summen sie und machen irgendwas in ihrem Bienenstock. Ich kann die Sprache der Bienen nicht, aber andere Bienen verstehen das und wissen ganz genau, ich muss so und so weit fliegen, in die und die Richtung. Und dann finde ich genau das und das, was ich jetzt brauche und kann dann dort auch Honig sammeln. Also Bienen brauchen nicht die menschliche verbale Sprache, aber sie sprechen über Bewegung. Also Tanz ist zum Beispiel auch in manchen Völkern oder überhaupt, wenn man jetzt nicht den klassischen Walzer nimmt, ja, ist eine Form von Sprache, von Bewegung, wie ich mich bewege, ja, ist Sprache. Gerüche sind Sprache. Viele, viele oder die meisten Tiere reagieren auf Gerüche. Geruch sagt ihnen was. Ja. Ein Mottenmännchen riecht das Weibchen über Kilometer weit. Oder der Hai riecht Blut. Also wenn ein verletztes Tier zum Beispiel ins Wasser gefallen ist, kilometerweit riecht der Hai das und schwimmt dorthin. Kann man sich alles nicht vorstellen so richtig, aber ist Sprache. Es teilt etwas mit. Ich sage, das ist Sprache. Also Sprache ist Mitteilen über Wort, Schrift, Töne, Bilder, Gerüche, Geschmack auch. Ja, teilt mir auch was mit, schmeckt es mir oder nicht. Ja. Und das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass man das erst einmal wahrnimmt. Über Hörsinn, Sehsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn oder vielleicht auch noch andere Sinne, siebten, sechsten Sinn. Wenn wir sprechen, dann kommunizieren wir. Das ist jetzt erstmal ein Fremdwort und da möchte ich eine kleine Geschichte zu erzählen, wie ich mit Kommunikation in Berührung kam. Da war ich noch ein sehr junges Mädchen und dachte, ich werde mal eine große Künstlerin und habe mich an der Kunsthochschule beworben. Jetzt nicht gleich in dem Kurs Malerei, sondern Formgestaltung. Man muss da verschiedene Prüfungen ablegen, zeichnen und dies und jenes und noch was, ja. Und dann war da eine kleine mündliche Prüfung. Dafür wurde ich in so einen Kabuff gesetzt. Da waren viele Regale und das roch alles sehr staubig. Und durch diesen Kabuff ging so ein kleiner Weg durch zu dem Prüfungsraum. Da saßen dann die Prüfungsleute. Ich wurde also dorthin gesetzt an einen Schreibtisch, bekam ein kleines Zettelchen, darauf stand, ich solle ja, etwas dazu erzählen, Kommunikation im Wohnhochhaus. Ja, ich hatte jetzt das Zettelchen vor mir. Wohnhochhaus habe ich noch verstanden. Ich wusste nicht, was Kommunikation ist. Ich wusste es einfach nicht. Es war überhaupt keine Ahnung von irgendeiner Begrifflichkeit in mir. Es war null, nichts, nada. Naja, dann saß ich da, wusste es nicht. Und dann kam ein Dozent glücklicherweise, so kurz bevor ich rein musste, kam er durch und ich sagte, hallo, ich habe keine Ahnung, was Kommunikation ist. Und hat er mir das ganz kurz erklärt. Ja, und dann kam ich auch schon ran und ja, weil ich ja nicht ganz blöde bin, konnte ich so ein bisschen was erzählen dazu. Oh Gott, ich wurde angenommen. Kommunikation ist, wenn man in Kontakt, im verbalen oder bildlichen oder sonst irgendeinen Kontakt mit anderen kommt. Da gibt es so richtige Modelle, Kommunikationsmodelle, ja,
Das allein schon sind ganz, ganz viele Doktorarbeiten. Was ich hier erzähle, ist nur ganz, ganz, ganz einfach. Kommunikation ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Hier mache ich es brutalst einfach. Wir haben hier zwei Gegenüber. Das können Menschen sein, das können aber auch Tiere sein. Selbst Pflanzen kommunizieren, selbst Bakterien kommunizieren. Ja? Alles kommuniziert miteinander. Was passiert da? Sie senden ein Signal aus. Das kann in Form von Bild sein, das kann in Form von Ton sein, von Geruch, von Schrift auch natürlich. Ja? Vielleicht nicht bei Tieren, aber bei Menschen. Also die unterschiedlichsten Möglichkeiten kann ich aus mir ausdrücken, hinausbringen in die Welt. Und der Gegenüber drückt es in sich rein, saugt es in sich rein, nimmt es auf und ja, kann sich daraus ein Bild machen, ob in Form von Schrift, ob in Form von Worten, ob in Form von Geruch oder sonst irgendwas. Ja. Nehmen wir nur mal, den kann ich riechen, den kann ich nicht riechen, ne? Das schmeckt mir nicht, wer hat das gekocht. Ne? Alles sowas, das alles kann man als Kommunikation im weitesten, aber auch im engsten Sinne sehen. Für Kommunikation benötigt man immer ein Medium. Was ist jetzt ein Medium? Ein Medium ist zum Beispiel eine DVD oder ein Video oder ein Stück Papier, auf dem ich was draufschreibe. Luft ist auch ein Medium. Da spreche ich ja drüber. Über die Luft spreche ich. Ja? Es transportiert den Ton zum anderen und er nimmt es in sich auf und verarbeitet es dort. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Medien, nicht nur in der Bibliothek, sondern in der ganzen Welt. Auch Wasser ist ein Medium. Ich sagte ja, der Hai riecht über Kilometer das Blut eines verletzten Tieres und schwimmt dorthin. Auch der Äther, den es ja nicht geben soll. Ja? Auch der Äther ist ein Medium. Da komme ich aber viel, viel später mal drauf. Nur mal so gesagt, also überall, wo man Sprache transportieren kann, das muss immer mit einem Medium passieren. Warum kommunizieren wir? Die aller tiefste Grundlage ist, ich kommuniziere, um meine Existenz zu sichern. Das ist die Basis, Existenzsicherung. Manche wissen das nicht, die plappern einfach irgendetwas. Aber warum plappern sie? Ja, warum sprechen Nachbarn über Nachbarn und so weiter? Ne? Sie wollen sich austauschen, sie wollen eine gleiche Meinung herstellen, ne? Sie wollen geliebt werden irgendwo oder sagen, ich bin jetzt wer, ich kann mich streiten und so weiter, ja, ich setze mich durch. Also das ist jetzt schon eine riesengroße soziale Angelegenheit, die man auch wieder in sehr, sehr viele Wissenschaften trennen kann, ja, Soziologie und alles sowas. Aber die tiefste Basis ist immer Existenzsicherung. Das ist der Urtrieb, wir müssen existieren und weil wir existieren müssen, müssen wir kommunizieren mit unserer Umwelt. Damit ist nicht allein nur der Partner gemeint, sondern die gesamte Umwelt. Wir kommunizieren mit der gesamten Umwelt. Durch Sprache, durch Handlung, durch die unterschiedlichsten Mittel, durch die unterschiedlichsten Medien. An dieser Stelle will ich nicht darauf eingehen, was Existenz ist und wie man das weiter definiert. Einfach nur, vielleicht hat das jeder für sich verstanden. Ich spreche deshalb, also ich bewege mich deshalb, ich kommuniziere deshalb, damit ich jemanden erreiche, nehmen wir mal an, hier in diesem Video, ich kommuniziere mit den Online-Menschen. Ich weiß nicht, wer da draußen ist, ich weiß nicht, wer mir zuhört, ich weiß nicht, ob jemand zuhört, ich versuche es einfach, aber es hat auch mit meiner Existenzsicherung zu tun. Denn ich habe ja jahrelang studiert und das herausgefunden und nun suche ich krampfhaft, dass da draußen in diesem weiten Universum vielleicht jemand ist, der mich versteht, und mit dem ich auch später weiter kommunizieren könnte. Also ich muss aufgrund dieses Videos jetzt nicht viel Geld einnehmen. Das ist bei mir schon Basis gesichert. Aber eine höhere Form der Existenzsicherung ist schon, sich mit anderen zu verbinden, geistig sich auszutauschen und ähnliches. Wie ihr seht, es ist ein riesengroßes Feld. Wichtig ist noch dazu, zwischen den einzelnen Kommunikationspartnern, egal wer es ist, besteht immer eine Spannung. Der eine gibt was, der andere nimmt was. Ja? Der eine drückt aus, der andere saugt es in sich rein. Und das kann man auch wieder polar sehen. Der, der gibt, ist Plus und der, der nimmt, ist Minus. Ganz einfach erstmal. Wir gucken mal, das finden wir nachher noch wieder.
Vor vielen Jahren, ich glaube in den 50er Jahren, hat ein Wissenschaftler diese Kommunikationspyramide erstellt. Er hat sich also mit der Kommunikation beschäftigt und hat gesagt, es gibt da wesentliche Sachen, es gibt weniger wesentliche Sachen und es gibt ganz wenig wesentliche Sachen, womit wir uns ausdrücken und womit der andere etwas versteht und womit wir kommunizieren. Vorangegangen sagte ich, wir kommunizieren mit ziemlich viel, mit Bildern und Tönen und Aussehen und unterschiedlichen Sachen. Und er hat nun gesagt, also zunächst erstmal zu Menschen, also wir kommunizieren hauptsächlich, und das mache ich ja jetzt auch, ne, mit Mimik und Gestik, mit dem, was wir anziehen, mit dem, was wir uns schmücken und kleiden, Auto, Haus, Swimmingpool, Rolex. Ja. Also wir drücken uns durch äußere Bilder aus. Ein König zum Beispiel, ja, der setzt sich eine Krone mit vielen funkelnden Diamanten auf, da sagt jemand, ist auch nur ein Mensch mit Unterhose, aber dadurch, dass er so eine große Krone trägt und so einen tollen Mantel und sowas, ja, das ist bildhafte Kommunikation, Bild, und die wirkt auf den anderen, ja, bewirkt bei dem anderen auch etwas wesentlich. In dieser Pyramide stellt er dar, das sind 55% unserer Ausdrucksmöglichkeit sind Bild. Mimik, Gestik, alles was dazu gehört. Auch bei Tieren, ne? Das Federkleid oder das Fell oder wie er sich bewegt, ne? Knurrt der Hund oder bildet er mit dem Schwanz, ähnliches. Das sind alles Ausdrucksmöglichkeiten, die über das Bild ablaufen, über das Sehen. Ja? Das Sehen ist wesentlich für die ganzheitliche Kommunikation. Ein auch sehr großer Teil, aber eben nicht ganz so groß, das sind die Töne. Ja, also die Töne, die aus meinem Mund rauskommen, einfach nur vom Ton. Musik sind Töne, Geräusche sind Töne, Vogelgezwitscher sind Töne. Ja, es gibt angenehme Töne, melodische Töne, es gibt aber auch Geräusche und etwas, was wir nicht so gerne hören. Ja, Dissonanzen. Das kann auch jeder verstehen. Und wenn wir jetzt mal bei der menschlichen Sprache bleiben und bei dem Gewicht der menschlichen Sprache, dann haben wir hier unterschiedliche Klänge in dieser Sprache. Also wenn ich etwas leise sage, hat es eine andere Wirkung bei dem anderen, als wenn ich laut schreie. Ja? Wenn ich etwas zart sage, ist etwas anders, als wenn ich eine raue Stimme habe. Das ist das nächste Gewicht, was beim anderen ankommt. Also ziemlich viel meine Äußerlichkeit und dann eine ganze Menge, wie ich spreche, ob ich deutlich und klar spreche, ob ihr meine Töne richtig versteht, ja, ob es eine angenehme Stimme ist oder eine kratzige, rauchige, böse Stimme, ja, also die wir nicht so mögen, piepsig zum Beispiel oder sehr im Basston. Das sind die Töne. Ja, Vögel unterhalten sich über Töne, andere Tiere auch über Töne. Und jetzt kommt das Fatale. Das gesprochene Wort, also mein Geplapper jetzt hier, ja, das kommt bei dem anderen nur zu 7% an. 7% der Kommunikation ist das gesprochene Wort. Und das ist eigentlich auch ganz zu verstehen. Nehmen wir nur mal diese Begrifflichkeit, diesen Satz, ich liebe dich. Man kann das sehr zart sagen, wo aus dem ganzen Körper, aus dem ganzen Herzen das volle Liebesgefühl herauskommt. Ich liebe dich. So ein bisschen. Dann kann man es aber auch anders sagen. Ich liebe dich. Das ist doch eindeutig keine Liebe. Ja? Ich habe meine Mimik und Gestik so angewandt, dass das Wort Liebe, ich liebe dich, überhaupt nicht beim anderen ankommt. Der sieht nur das. Ja? Und dann kann man auch anders sprechen und sagen, ich liebe dich. Ist das Liebe? Nein. Also, zu begreifen, Mimik, Gestik, Kleidung kommt stark an. Äußerlichkeit. Ja, Tiere sprechen nicht, aber die äußern sich, ja, die schlagen, Vögel schlagen mit den Flügeln oder fliegen da und dorthin, ne? Die Bienen tanzen miteinander. Dann kann man über Geräusche, über Töne kommunizieren. Ich glaube, es gibt bestimmte Völker, die kommunizieren über lange Tuten, das sind wohl die Aborigines, ne? Ja, in Australien. Ne? Da haben sie so eine lange, mir fällt der Name nicht ein. Ja, so eine lange Trompete ist es auch nicht, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Und darüber können sie die unterschiedlichsten Klänge erzeugen und der andere versteht das als Sprache. Die Worte
wie wir aus dem Mund plappern, die wir so aufschreiben in vielen Büchern und sonst irgendwie in vielen Zeitungen, das kommt nur ganz wenig an. Das ist ein Minimum von dem, was Kommunikation ausmacht. Eben habe ich kurz erklärt, was wir so ausdrücken. Bilder, Töne, Gerüche, Sprache. Ja? Aber die andere Seite ist ja, das hatten wir, es muss ja auch aufgenommen werden, wahrgenommen werden. Und Töne, Begriffe, alles sowas, ja, kommt in uns drinnen an. Also über die Augen, über die Ohren, über die Nase, über die Haut, wir ertasten das, ja, wir begreifen es irgendwie. Und da möchte ich als nächstes darlegen, was sind Begriffe? Begreifen. Was ist ein Begriff? Etwas nicht ganz leicht ausgedrückt, aber trotzdem, wenn man etwas darüber nachdenkt, kriegt man das schon hin. Das ist die Verbindung einer sprachlichen Bezeichnung, und Sprache hatte ich schon gesagt, die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Sprache, Geruch, Geschmack, Aussehen und Worte, mit einem gedanklichen Inhalt, also mit etwas, was in uns passiert. Dazu kommt es zu einem Begriff. Dann begreifen wir etwas. Ja, nicht allein über Worte, sondern auch über Gestik, Mimik, über Riechen und Schmecken und sonst irgendwas. Der gedankliche Inhalt soll jetzt erstmal eine kleine Rolle spielen. Und zwar sind wir da beim Gehirn. Die Gehirnwissenschaft ist noch nicht so alt, obwohl die alten Griechen schon mal wussten, im Gehirn, das ist die Kühlung des Blutes. Ja, da fließt das Blut durch und kühlt, weil der Körper und das Herz so heiß sind. Das waren so die ersten Vorstellungen von dem, was da oben drin stattfindet. Später hat man sich mehr und mehr damit beschäftigt, und seitdem man da auch richtig reingucken kann und messen kann und die unterschiedlichsten Messgeräte hat, ja, kann man schon ganz viel aus dem Gehirn herauslesen, aber noch lange nicht alles. Da kommen wir aber noch drauf. Zumindest wird das, was hier oben drin ist, als Gehirn bezeichnet. Wenn wir untereinander kommunizieren und sagen, das ist nicht in meinem Gehirn drin, dann meinen wir immer das, was hier oben drin ist. Das stimmt aber nicht ganz. Herausgefunden haben die Wissenschaftler zumindest, dass es unterschiedliche Stellen im Gehirn gibt, die für unterschiedliche Bereiche im Körper zuständig sind. Ja, im Gehirn, das kann man so messen, das ist zuständig, ja, für den Arm, dass der Arm sich bewegt, das ist zuständig dafür, dass das Bein sich bewegt, das Teil im Gehirn ist zuständig, dass das Herz sich bewegt und so weiter. Ja? Also das Gehirn ist schon mal so weit erforscht in unterschiedliche Bereiche, Vorderhirn, Hinterhirn, Seitenlappen und ähnliches, im Kleinhirn haben wir hier auch, für die unterschiedlichen Funktionen in unserem Körper. Das ist jetzt nichts Neues, was ich hier zeige, aber es wird im allgemeinen Sprachgebrauch nicht berücksichtigt, dass das Gehirn nicht allein nur das da oben ist. Wenn man die Entwicklung eines Babys, eines Fötus, noch im Mutterleib, ja, sich anschaut, da ist es noch winzig, winzig klein. Als erstes kommt das Herz und die Blutgefäße, ja, das ist ja natürlich noch immer verbunden mit dem Mutterleib. Als nächstes bildet sich aus diesem winzig, winzig kleinen Wesen, was da schon langsam entstanden ist, das Neuralrohr, nennt sich das. Das ist eine kleine Röhre am Rückenmark. Und aus dieser kleinen Röhre am Rückenmark, an dem winzig, winzig kleinen Wesen, entsteht nach oben und nach unten ein Teil des Gehirns. Und aus dieser Röhre wird dann das, was wir später Wirbelsäule nennen. Ja, sogar mit Knochen und all sowas. Das entsteht aus diesem Neuralrohr. Also, was ich hier sage, ist, dass das Teilchen in unserem Kopf und das, was in unserem Bauch ist, und das kann man inzwischen schon, also das wird schon untersucht, das Bauchhirn, ja, dass hier unten im Bauch ganz, ganz viele Nervenzellen sind, sogar vielleicht mehr als im Kopf, ne, und dass alles miteinander verbunden ist und jetzt kommuniziert miteinander, also Bauch und Kopf und Kopf und Bauch und alles bringt nicht über Worte, aber über Gerüche, über chemische, elektrochemische Bewegungen, bringt es etwas in Gang. Ja, es kommuniziert miteinander. Der Kopf will wissen, was ist da unten los, und das da unten will wissen, was ist da oben los. Das muss uns nicht immer bewusst sein, ganz im Gegenteil. Bei diesem Bild will ich andeuten, nicht näher darauf eingehen, dass es eben nicht, also im Laufe der Entwicklung, nicht nur ein Kopfhirn und ein Bauchhirn gibt,
Bei manchen ist das Bauchhirn sehr groß, ja, das Kopfhirn sehr klein oder auch umgekehrt. Sondern dass jedes Organ, im Prinzip jede Zelle in uns, ja, ein eigenes Gehirn hat, eigene Nervenzellen, Verbindungen, die so etwas Ähnliches wie ein Gehirn sind, die miteinander kommunizieren, die sich miteinander verschalten, die dann wieder mit anderen in Kommunikation gehen. Ne? Also alles ist mit allem in Kommunikation und überall spielen diese Nervenzellen eine Rolle. Nicht nur im Kopf, nicht nur im Bauch, sondern auch im Herzen, in der Lunge, in der Leber, in jeder Zelle. So möchte ich das verstanden wissen, so ist es auch. Ja, wird nur nicht in dieser Form so ganz öffentlich allgemein kommuniziert. Diesen Gehirnbaum habe ich schon vor vielen, 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 vielen Jahren mal gemalt. Er ist also uralt als Bild, um mir selber klarzumachen, wie ist alles aufgeteilt. Und da meine ich wirklich geteilt. Und das trifft jetzt erstmal hier für den Gehirnbaum im Kopf zu. Aber das Gleiche gilt auch für alle anderen Gehirne in unserem Gesamtorganismus. Überall findet diese Teilung statt. Ja? Nur um es zu erklären, einfacher zu erklären, möchte ich das hier an diesem Kopfhirn zeigen. Da haben wir das Rückenmark, was ja ehemals die Neuralröhre war, das Neuralrohr. Dann haben wir ein Stammhirn. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn man von einer Baumstruktur ausgeht, haben wir die Basis des Gehirns, aus dem sich später alles erst herausteilt und differenzierte. Jedes Tier hat ein Stammhirn. Sogar eine Amöbe hat sowas wie ein Stammhirn, wenn mir ein Gehirnwissenschaftler da vielleicht noch nicht völlig recht geben wird. Sogar Pflanzen haben so etwas Ähnliches wie ein Stammhirn, denn Pflanzen können auch kommunizieren. Ja? Weiter will ich jetzt erstmal nicht gehen. Also ein Stammhirn ist das, wo die wesentlichsten Eigenschaften des Lebewesens verankert sind. Also beim Menschen ist es die Atmung, der Husten- und Schluckreflex, ja, das ist im Stammhirn drin. Und das ist wesentlich für meinen Körper, dass ich einatme und ausatme. Ja. Ich drücke Atem aus mir heraus, zum Beispiel Kohlendioxid, und atme Sauerstoff ein. Die Bäume in meiner Umwelt, die atmen Sauerstoff aus und atmen Kohlendioxid ein. Das ist meine Atmungskommunikation mit den Bäumen meiner Umwelt. Auch Kommunikation. Als nächstes haben wir das Kleinhirn. Das Kleinhirn steuert sämtliche Motorik, sämtliche Bewegung. Ja, das tut es schon bei einer Maus und das tut es auch schon bei einer Bakterie. Da ist es nur nicht so groß wie im Menschen. Ne? Also Bewegungen werden von dem nächsthöheren, der nächsthöheren Differenzierungseinheit gesteuert. Dann differenziert sich das Hirn wieder weiter und es kommt das, was so als Zwischenhirn benannt wird, auch als Kielhirn, ja, oder sowas, weil alle größer entwickelten Tiere, Säugetiere oder ähnliches, ne, die höher entwickelten, die haben dieses Zwischenhirn. Die haben schon bewusst, ja, bewusst werdende Gefühle und Ängste und dies und jenes. Ne. Die können also schon viel, viel mehr in sich spüren und auch zum Ausdruck bringen. Ja? Natürlich denn vielleicht durch andere Häute, durch andere Signale und ähnliches. Ne? Delfine zum Beispiel, Wale zum Beispiel, das sind hochentwickelte Säugetiere. Und die können mittels Sprache mit ihren Gefährten kommunizieren. Das ist nicht so eine hochentwickelte Sprache, wie der Mensch sie hat, aber sie können es. Und dann haben wir das Großhirn. Großhirn hat auch schon der Affe. Also der Menschenaffe hat auch schon ein Großhirn, nicht so groß wie beim Menschen. Aber hiermit können wir schon Werkzeuge benutzen, da kann auch ein Rabe. Also hier können wir schon viel mehr planen und einteilen und so weiter. Also eine höhere kognitive Fähigkeit. Und dann gibt es die noch weiter entwickelte, noch weiter differenzierte, immer kleinere Ästchen und Ästchen und Ästchen, die Großhirnrinde. Und Großhirnrinde und Großhirn sind die Komponenten, die wir brauchen, um die menschliche Sprache, die menschliche Schrift entwickeln zu können. Also ein höheres, viel, viel höheres, höhere Möglichkeit zu kommunizieren. Denn über Schrift und Sprache des Menschen sind wir in der Lage zu planen, aufzuschreiben, Pläne aufzuschreiben, sie jemandem mitzuteilen, der kann dann da ablesen und Brücken bauen und ähnliches. Ja. Also das macht unser menschliches
Dasein aus, dass wir über das Großhirn und über die Großhirnrinde Worte ausdrücken können, in Schrift umsetzen können, dass wir malen können, dass wir gestalten können, dass wir Kunst produzieren können, künstliche Projekte produzieren können, wie eben Häuser oder Straßen oder Autos oder Ähnliches. Ja, das ist die Möglichkeit des Großhirns und der Großhirnrinde. Natürlich, das hatte ich ja vorher gezeigt, bilden sich, also in unserem Gehirn finden dann natürlich Austausche statt. Ja, nicht nur mit dem Bauch und dem Gehirn, sondern im Gehirn selber. Da funkt es und blitzt es, da findet ganz viel Austausch statt. Und da gibt es auch so etwas wie einzelne Bereiche, die für irgendetwas zuständig sind. Ja, sowas wie Kommunen in einem Land. Ja, oder Familien in einem Land oder Familienverbände in einem Land. So muss man sich das in etwa vorstellen, die sind für bestimmte Sachen zuständig. Und da gibt es in unserem Gehirn, sowohl in der rechten als auch in der linken Gehirnhälfte, jeweils ein eigenes Sprachzentrum, die für unterschiedliche Bereiche der Sprache zuständig sind. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, das sind wieder wissenschaftliche Bereiche, ja, hochkompliziert. Aber wir können uns das so ungefähr vorstellen, wenn ein Mensch einen Schlaganfall bekommt, dann stirbt er ja nicht gleich. Ne? Aber oftmals ist es so, dass ein Sprachzentrum, manchmal auch beide, gelähmt sind und dieser Mensch sich nicht mehr ausdrücken kann. Er hat noch die Möglichkeit, innerlich alles zu wissen, aber da dieses Sprachzentrum kaputt ist, ist die Verbindung zu seinem Sprechapparat nicht mehr da und er kann das, was er sagen will, nicht ausdrücken. Ja, dann kommt nur blablabla irgendwas mehr raus und wenn die Menschen noch einigermaßen denken können, dann sind sie wahnsinnig wütend, dass sie sich nicht mehr ausdrücken können, dass sie nicht mehr kommunizieren können, dass sie ihre Existenz vielleicht nicht mehr erhalten können. Ja, da sind wir wieder bei dieser Sprache, bei dieser Kommunikation, Mittelsprache. Und dann müssen diese Menschen lernen, über andere Möglichkeiten zu kommunizieren. Ja, also Hände vielleicht besser bewegen oder auf Bilder zeigen, ja, dass sie das bekommen, was sie brauchen, um überleben zu können. Hier habe ich jetzt mal in der Mitte alles mit pinker Farbe versehen, weil ich damit das ja einfach mal darstellen will. Diese verbale Sprache, die wir in der Großhirnrinde messen, die Wissenschaftler messen das dort, ja, und sagen, da findet die verbale Sprache statt, die basiert aber auf der Gesamtsprache des gesamten Körpers. Alle unsere Sehsinn, Hörsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn und Tastsinn, Eindrücke und Verarbeitungen werden und können letztendlich zu verbaler Sprache werden. Müssen nicht, aber können. Ja? Sie hängen eng miteinander zusammen. Der ganze Körper ist Sprache. Und dass wir das in Worte ausdrücken können, in Form von Begriffen ausdrücken können, das ist eine menschliche, erlernte Fähigkeit. Das muss nicht jeder gut können. Aber jeder versteht die Welt. Jeder versteht die Bilder da draußen. Ja? Kann sich da orientieren. Sogar kleine Kinder, die noch nicht richtig sprechen können, können sich in der Welt orientieren. Durch Gerüche, durch Tasten. Auch ein bisschen Erfahrung sammeln dabei, ja. Aber sie müssen nicht sagen können, ich habe Hunger, sondern sie sehen, was zu essen und essen ist. Oder sie zeigen auf ihren Mund. Ja? Oder sie probieren aus. Also die menschliche Sprache, diese verbale Sprache, basiert auf der gesamten menschlichen Konstitution. So wie die Sprache, dieses Krächzen einer Krähe, auf seiner gesamten Krähenkonstitution basiert. Ja? Es kommt zwar nur aus dem Schnabel raus, aber der ganze Körper steckt dahinter. Letztendlich, wenn wir direkt in uns hineingehen und mal hineinsehen, da ist da kein Bild, da ist da drin kein Geruch, da ist kein Ton da drin, da ist die ganze Welt nicht da drin, obwohl wir denken, dass wir das ja sehen und hören und riechen und schmecken. Da drin in uns sind nur elektrochemische Prozesse. Basierend auf der Polarität von Plus und Minus. Ja, Elektrik funktioniert nur auf der Basis von Plus und Minus. So wird Elektrizität weitergeleitet, kurz gesagt. Und chemische Prozesse sind genauso, nur eben in Form von Stoffen. Wichtig ist eben zu wissen, wir sind
elektrochemische Angelegenheiten, die wir natürlich in bestimmten Formen ausdrücken können und die in bestimmten Formen eingedrückt werden, aber umgewandelt in uns ist alles Elektrochemie. Mehr nicht. Man muss also nur ein bisschen Elektrochemie lernen und schon versteht man was über den Menschen. An dieser Stelle ist es Zeit, dass ich nochmal darauf hinweise, weil es ja mit der blauen Schule zu tun hat. Alles, unser gesamtes Dasein, unser Sprechen, unser Fühlen, unser Hören, unser Alles, begann mit der wirkenden Kraft. Diese wirkende Kraft, das, was ich Bewusstsein nenne, dass ich dann, warum auch immer, in die Polarität teilt, in Plus und Minus, und sich immer weiter differenziert in die Welt hinein, in den Menschen hinein, ja, das darf nicht vergessen werden, dass das die Basis ist. Dieses, was nicht erkennbar ist und nicht messbar. Plus und Minus, alle Teilchen in unserem Körper, in der ganzen Welt, ja, kann gemessen werden. Aber die Basis, worauf alles begründet ist, das kann nicht gemessen werden. Warum spreche ich das? Ja, kann man sagen, weil du essen willst. Ne? Aber wie das genau funktioniert, das erforschen Wissenschaftler schon seit Tausenden von Jahren, in Hunderttausenden oder vielleicht Millionen Doktorarbeiten. Das Warum ist ganz kompliziert, nämlich darum. Dieses Bild ist auch etwas, was ich vor vielen, vielen, vielen Jahren gezeichnet habe. Da habe ich mir das erste Mal so auch farblich verständlich gemacht oder versucht zu verstehen, wie die ganze Welt aufgebaut ist. Das möchte ich hier einfach nur mal zeigen. Also für mich war schon klar, ganz am Anfang ist die wirkende Kraft, die man Singularität nennen kann oder auch Gott. Das ist jetzt wurscht. Und daraus beginnt die erste Urteilung in die Polarität, Plus und Minus. Ja? Und daraus differenziert es sich immer weiter und weiter und weiter und kommt zu diesen wahnsinnig vielen stofflichen Erscheinungen, sowohl in uns als auch in unserer Welt. Und wenn man das geschichtlich sieht, hat das auch mit Zeitfolge etwas zu tun, aber zur Zeit sage ich jetzt nichts, später mal. Ne? Daraus entstehen dann erstmal, aus dieser ersten Urteilung, die man auch noch nicht messen kann, entstehen dann erstmal kleine Teilchen. Ja. Daraus entstehen dann Atome, daraus entstehen dann Moleküle als nächstes, verbinden sich Teilchen, daraus entstehen dann später Zellen und immer weiter, 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 Tiere und so weiter. Ne. Dann entsteht die erste Ureva und das geht immer weiter und weiter, immer mehr Menschen entwickeln sich und letztlich komme ich oben an. Also ich bin entstanden aus dem Urknall heraus. Dieser Baum ist genauso auch schon sehr, sehr früh entstanden. Habe ich eine Weile gebraucht und ich weiß gar nicht, ob ich den heute noch so hinkriegen würde. Müsste ich mir sehr viel Mühe geben. Ich weiß, dass ich damals vor Jahren sehr, sehr lange ganz, ganz viele Bäume gemalt habe, um mir selber alles klarzumachen, was ich da als Anfangsbild im Kopf hatte, musste ich auch anfangen zu begreifen. Und dieser Baum stellt da, ganz einfach, die Urteilung in Innen und Außen. Innen ist vom Urknall an alles immer weiter differenziert, ähnlich wie die Wurzeln eines Baumes in die Erde hinein, sich immer weiter differenzieren und verteilen und ähnlich wie die Krone eines Baumes sich immer weiter differenzieren und teilen. Da gibt es die unterschiedlichsten Kräfte da drin. Das habe ich hier in Form von Farben dargestellt. Zur Farblehre gibt es auch wieder ganze Wissenschaften. Und jede Farbe hat unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Spannungen, ja, rot ist zum Beispiel Langwelle, blau ist Kurzwelle, grün ist Mittelwelle und so weiter. Also man kann da ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse daraus ziehen. Für mich war jetzt klar, es gibt eine Spannung zwischen innen und außen und es gibt Spannungen innerhalb der einzelnen Gebilde. Und alle basieren auf Polarität, auf Plus und Minus, zwischen denen eine Spannung passiert. Diesen großen Baum reduziert auf ein Basisbild wäre diese Erscheinung. Da seht ihr in der Mitte den grauen Kreis. Der steht für die wirkende Kraft, die null ist, nicht gemessen werden kann. Da müsst ihr meine vorherigen Videos gesehen haben. Diese wirkende Kraft bewirkt die Polarität. Das tut sie einfach. Muss man einfach hinnehmen, dass es so ist. Ne? Die Polarität in die eine Hälfte und in die andere Hälfte. Und Hälfte bedeutet immer ein Halb und ein Halb, in Plus ein Halb und Minus ein Halb, in die beiden Pole.
die sich entgegengesetzt sind und sich sowohl abstoßen als auch anziehen in einer Spannung. Das ist die Spannung, die wir als Lebensspannung, als Lebensenergie bezeichnen können. Draußen bewegt sich ja auch alles, ne? Diese Spannung in allen Dingen und zwischen allem, das ist Energie. Und dann differenziert sich diese Grundspannung, die ich als schwarz und weiß darstelle, in unterschiedliche, von mir aus Graustufen oder auch Farbqualitäten. Als Gesamtbild, mein Baum, innen und außen ist das Dasein. Ganz in der Mitte, ganz vom Anfang an, ist das Bewusstsein. Das natürlich alles durchdringt. Es ist in allem immer vorhanden, aber wir können es nicht sehen, wir können es nicht messen, wir können es nicht anfassen. Und weil es nicht da ist, kann man es auch leugnen. Ne? Man kann sagen, es gibt keinen Gott. Man kann sagen, es gibt kein Bewusstsein. Alles kann gemessen werden. Zumindest ist der Baum in allen Mythologien und in allen Religionen und in ganz, ganz, ganz vielen Geschichten immer etwas ganz Besonderes. Denken wir nur an die Geschichte von Adam und Eva im Paradies, wo Gott ihnen den Baum der Erkenntnis hinstellte und den Baum des Lebens und wo er sagte, ihr dürft nicht von diesen beiden Bäumen essen. Ganz wesentlich den Baum der Erkenntnisfähigkeit. Als Eva davon naschte, weil die Schlange sie überredete, war ihr plötzlich klar, huch, ich bin ja nackt. Und Gott warf sie aus dem Paradies, damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und dann ewig leben. Ja, also raus mit euch und dann seht mal zu, wie ihr klarkommt. Da haben wir den Baum. Wir haben in ganz vielen Geschichten Bäume, die eine wesentliche Angelegenheit sind. Hier habe ich mal auch ein uraltes Bild. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren mal aus dem Internet herausgezogen. Ich habe es jetzt nicht mehr wiedergefunden. Deshalb ist es so, weil ich es so oft kopiert habe, nicht mehr gut zu lesen. Das ist ein Schriftbaum. Angefangen von den ägyptischen hat mal ein großartiger Schriftwissenschaftler herausgefunden. Also da muss man schon viel dran arbeiten, um die verschiedenen Schriftklassen zuordnen zu können. Aber er hat es in Baumstruktur gebracht. Ja, angefangen ganz oben, das sind ägyptische Hieroglyphen und dann gibt es davon Abzweigungen und das zweigt sich wieder ab. Also die Sprache entwickelt sich, sie entwickelt sich, weil sie sich differenziert, sich absondert von anderen bis zur heutigen Zeit. Und in Ägypten haben nur die Ägypter gelebt und ich weiß nicht, ob es überall auf der Welt schon Menschen gab, ich glaube nicht, ne, vor ein paar tausend Jahren. Und als die Menschen sich dann aufgemacht haben, wir gehen mal dahin und wir gehen mal dahin und die gehen dorthin, dann haben sie unterschiedliche Sprachen entwickelt. Einmal hatten sie eine Ursprache, ich war nicht da, aber ich gehe davon aus, und dann haben sie unterschiedliche Sprachen entwickelt und so, deswegen haben wir überall auf der Welt unterschiedliche Sprachen. Aber alle kann man miteinander übersetzen in etwa, weil alle Bäume sehen, weil alle essen müssen, weil alle schlafen müssen, weil alle den Himmel sehen, weil alle die Erde sehen, weil alle arbeiten. Ja? Deshalb sind in allen Sprachen Begriffe da, die nur in unserem Neokortex anders benannt werden. Deswegen kann ich in Japan, obwohl ich nicht Japanisch kann, kann ich mich mit Mimik und Gestik, das und das und das und das, ja, kann ich mich mit anderen unterhalten. Das ist der Wesenskern der Sprache, Bild, Ton, wie ich mich darstelle, ja, Mimik und Gestik. Da muss ich die verbale Sprache nicht beherrschen und kann trotzdem überall auf der Welt mich, zumindest meine Existenz, ja, wenn man mich nicht umbringt, ne, meine Existenz erhalten. Die Existenzsicherung ist das Wesentliche, zunächst im Menschen. Das haben mal die Hebräer so dargestellt. Das nennt sich auch Kabbala oder der Schlüssel zum Leben. Da sehen wir auch einen Baum. Ne? Dann nehmen wir, der ist unterschiedlich interpretiert. Der ist nicht so interpretiert, wie ich es interpretiere. Ich sage nur, hier hat man schon mal festgestellt, es gibt einzelne Teile, es gibt Basisteile, es gibt übergeordnete Teile. Die haben alle irgendwo eine Verbindung. Und die Kabbala ist eine Wissenschaft für sich. Da kann man sich Jahre, Jahrhunderte und Jahrzehnte mit beschäftigen. Was hat denn der damit gemeint? Und man kann es natürlich auch sehr kompliziert ausdrücken.
Ja, hier schon mal in Farben dargestellt, unterschiedliche Farben, wie ich es auch liebe, mit unterschiedlichen Begriffen versehen. Und dann kann man stundenlang über die Kabbala, über diesen hebräischen Lebensbaum sprechen. Ne? Diese Beziehung ist das und da sind diese Beziehungen und die sind miteinander. Ne? So ein richtiger Kommunikationsgeschwafel kann man daraus machen. Und man kann ihn noch komplizierter darstellen. Schon mit ganz vielen farblichen Erscheinungen und noch mehr Windungen und noch mehr Beziehungen. Und dann setzt das Gehirn des Lernenden aus. Da muss er stundenlang, jahrelang, jahrzehntelang studieren, bis er das einigermaßen begriffen hat. Aber ob er davon seine Existenz sichern kann, nun, vielleicht. Noch ein anderes Beispiel des mythologischen Baumes, werden vielleicht viele noch näher kennen, kommt aus der nordischen Edda. Die Edda ist auch so eine Mythologie für, ja, wie alles begann. Ja. Und da ist es die Weltenesche Yggdrasil. Die kann sehr pompös dargestellt werden, die kann aber auch ganz einfach, schön stilisiert dargestellt werden. Aber auch hier sehen wir haben ein Oben, wir haben ein Unten und eine Verbindung. Das ist hier jetzt nochmal die Weltenesche Yggdrasil, sehr komplex und sehr kompliziert dargestellt. Dazu braucht man schon ein Meisterstudium, um dieses Bild für sich genommen in seinen Einzelteilen wirklich begrifflich zu begreifen. Habe ich nicht versucht, mache ich auch nicht. Aber man kann hier dran sehen, ne? Baum, Differenzierung, oben, unten, viele einzelne Teile, die miteinander verbunden sind. Alles hat einen bestimmten Ausdruck, einen bestimmten Eindruck und ich kann es verstehen oder auch nicht. Diese Bäume kennt vielleicht jeder, der sich so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat oder mit Menschen. Wir haben einen Knochenbaum in uns. Ja? Unser Gerippe ist aufgebaut wie ein Baum. Ne? Hier die Arme, da unten die Beine, in der Mitte ist so ein bisschen Stamm, ne? Und dann kommt hier oben noch irgendwas raus, auch aufgebaut wie ein Baum. Also unsere Nerven sind aufgebaut wie ein Baum, den Nervenbaum kennen wir. Und auch unsere Blutgefäße sind aufgebaut wie ein Baum. Da haben wir das Herz, von dem nach allen Richtungen eben die Äste der Gefäße lang gehen. Bis zur kleinsten also bis zum kleinsten Finger, bis zum kleinsten Zeh, überall zu jeder Zelle dieser Blutbaum. Ja, der ist natürlich auch als Blutkreislauf bekannt, ne, weil es ja wieder irgendwo zurückführt. Über Adern führt es hin und über Venen führt es zurück. Auch wieder Wissenschaften für sich. Das Nervensystem, auch dieses Bild, ist nicht ganz gut zu lesen, verstehe ich. Auch das ist uralt, auch eines in meinen ersten Büchern, in meinen ersten Schriften veröffentlicht. Seitdem schleppe ich diese Bilder mit mir rum. Ich male sie nicht nochmal. Ist auch nicht so wichtig, kann jeder jetzt im Internet finden, was ist ein Nervensystem. Das wird von den Nervenwissenschaftlern unterteilt in zentrales Nervensystem und vegetatives Nervensystem, peripheres Nervensystem. So kompliziert mache ich das gar nicht. Wir haben ein Nervensystem, das in viele, viele Bereiche gegliedert, differenziert ist und es basiert auf Plus und Minus. Nervensignale werden weitergeleitet über elektrische und elektrochemische Signale und haben immer etwas mit Spannung zu tun, immer etwas mit Elektrizität und Elektrizität hat immer was mit Plus und Minus und Spannung zu tun. Das reicht, wenn man das erstmal weiß. Ne? Wenn man sich dann für das Nervensystem näher interessiert, kann man da auch noch viel, viel, viel mehr lernen. Baumstruktur ist wichtig, Differenzierung ist wichtig, Spannung ist wichtig, Plus und Minus ist wichtig und alles basiert auf der wirkenden Kraft. Das ist wichtig. Irgendwann fand ich diese fantastische Zeichnung. Also ich habe das abgemalt, weil ich nicht einfach irgendwas aus dem Internet abkopieren kann und das dann als meins darstellen kann. Aber dieses Bild ist nicht von mir ausgedacht. Ja, das ist ein Teil eines größeren, komplexeren Gebildes, was so im Mittelalter entstanden sein soll. So habe ich es gelesen. Aber ich denke, das hat man im Mittelalter auch nur das zusammengefasst, was schon viel, 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 viel früher schon mal so dargestellt wurde und gedacht wurde, ne, begriffen wurde. Seit tausenden von Jahren versuchen ja die Menschen, die Welt zu begreifen. Und das ist der Logos. Der Logos der Sprachwissenschaft oder überhaupt der Wissenschaften, der Künste, der Kunst des Menschen, denken und planen und gestalten zu können. Da steht Philologos. Die Philologie ist die
Wissenschaft, die heutige anerkannte Wissenschaft, die sich mit Sprache, mit dem Wesen des Sprechens und der Sprache insgesamt auseinandersetzt. Das ist eine philosophische, also nur im Geiste stattfindende Geschichte. Ja? Und die Philologie ist der Ursprung, so ist es in diesem Bild auch dargestellt, sozusagen der König oder die Königin, wo immer das will, dessen, was überhaupt danach passiert. Erst einmal muss man sich mit der Sprache beschäftigen. Und hier komme ich wieder auf Logos. Philo heißt Freund, ja, oder Liebe. Sich freuen daran, am Logos. Und zum Logos hatte ich ja gesagt, das ist die wirkende Kraft. Später übersetzt als Wort oder Lehre, man kann aber auch sagen als Idee. Also dieses weit umfassende Logos ist hier als wissenschaftliche Basis in eine Wissenschaft geformt, in die Philologie, die erforscht den Ursprung von allem. Mehr oder weniger ist diese blaue Schule auch so ein bisschen Philologie, ja? Im engsten Sinne, vielleicht auch im weiteren Sinne. Es ist der Ursprung sämtlicher Sprache des Menschen, sämtliches Denken, sämtliche Wissenschaften sind daraus entfaltet. Und das ist das Zeichen, was er in der Hand hat. Ja, es sieht so aus wie so ein M, ist aber nicht als M gemeint, sondern als eine Entfaltung, ja, als eine Differenzierung. Und von hier geht es immer weiter und weiter. Das ist die nächste Entfaltungsstufe, der nächste Kreis, den ich darum gezeichnet habe. Das ist auch nicht von mir, ist auch abgezeichnet. Ja? Da haben wir die eine Seite in weiß, das ist die eine Polarität, plus, und da haben wir die andere Seite in schwarz, die andere Polarität. Diese Teilung aus dieser Urphilologie, aus der Ursprache, aus dem Urwissen, aus dem Logos, in die nächsten Wissenschaften, Basiswissenschaften, ist die Grammatik und die Dialektik. Das hat man schon im alten Griechenland gewusst. Ja? Ich brauche Dialektik. Es gab wahre Sprachkünstler bei den alten Griechen, ne? Cicero und ähnliches lassen wir jetzt mal weg. Also man muss den Zusammenhang der Worte kennen, Grammatik, und man muss die Dialektik, auch die Verbindung und Trennung und wie man das ausdrückt, das muss man auch können, aber nicht allein nur Sprache, sondern des gesamten Daseins. Grammatik und Dialektik entstehen als erste Wissenschaftsteilung aus dem Logos, aus der Philologie. Daraus entwickeln sich weitere Wissenszweige. Aus der Grammatik entwickelte sich die Astrologie und die Musik, aus der Dialektik die Arithmetik und die Geometrie, also die mathematischen Sachen, und auf der anderen Seite die eher melodischen Sachen. Ja? Und Hier habe ich das schon mal in Farbe dargestellt. Ja, das eine ist innen, das andere ist außen. Das eine ist zu berechnen, das andere ist mehr der Rhythmus. Ganz grob dargestellt, von mir jetzt auch nur ganz grob benannt, zumindest sind das hier die sieben Künste. Das ist das, was im Mittelalter gelehrt wurde als die sieben Künste, an Universitäten. An den ersten Universitäten wurden die sieben Künste unterrichtet, jedes einzelne Fach für sich natürlich, aber dort hat man diesen Zusammenhang schon noch gesehen, noch erkannt. Später nicht mehr. Das ist das Basisbild, was man im Mittelalter wusste über die Gesamtheit. Ähnlich, aber nicht mit diesen Worten, ist die blaue Schule aufgebaut. Ne? Am Anfang ist der Logos die wirkende Kraft und die differenziert sich in Innen und Außen. Und daraus kann man natürlich einzelne Wissenschaften machen. Meine Wissenschaft ist die Basiswissenschaft. Und alle vielen Wörter der Welt, alle vielen Wissenschaften der Welt, die so komplex und kompliziert aussehen, ja? Die Menge aller Mengen aller Wissenschaften auf der ganzen Welt, egal welche, eingekreist, mit den 100 Millionen Worten in allen Sprachen zusammengenommen, ja, basieren alle auf der wirkenden Kraft des Bewusstseins, die in die Welt hinein differenzierte, uns dann zum Denken brachte, uns dazu brachte, dass wir drüber nachdachten, dass wir Wissenschaften
erfanden und sie einteilten in die unterschiedlichsten Bereiche, dass wir noch mehr Worte und noch mehr Begriffe erschufen, bis keiner mehr irgendwas verstanden hat, bis alles nur noch Chaos scheint. Ne? Und deshalb habe ich jetzt die blaue Schule, darauf basiert es, auf dieser Trivialität. Wirkende Kraft, Polarität. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Göttin als Jungfrau oder als Alte. Kann man in allen Bereichen immer wieder erkennen, diese Trivialität. Was Begriffe sind, habe ich ja schon erwähnt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was ist denn Begreifen? Wie begreifen wir denn? Ja? Das ist ja auch wichtig, um später die blaue Schule richtig zu verstehen und um das blaue Denken richtig anwenden zu können, müssen wir über unsere innere Funktionalität schon etwas mehr wissen. In unserem Gehirn, in unserem Bauchhirn, in unserem Kopfhirn, in vielen Gehirnen, in all den Nerven, die durch unseren Körper wuseln, in Baumstruktur natürlich, dies alles besteht aus kleinen Nerven, aus winzig, winzig kleinen Nerven. Und dazu sagt man Neuron. Nervenzelle. Dieses Neuron ist aufgebaut wie ein Baum. Man möchte es nicht glauben, hat eine Wurzel, hat eine Krone und dazwischen einen Stamm. Wie sollte es auch anders sein? Alle Gebilde dieser Welt haben als Basis immer die Baumstruktur. Bilden kann sich nur etwas zwischen einem Plus- und einem Minuspol, wenn eine Spannung besteht. So ein Neuron besteht aus vielen Atomen, ja, und innerhalb dieser Atome gibt es natürlich Spannungen. Diese Atome verbinden sich zu Molekülen dazwischen, da gibt es Spannungen. Ne? Und wenn dann so eine Zelle, eine Nervenzelle, ein Neuron entstanden ist, sind da drin Spannungen, die plus einhalb und minus einhalb in vielfältiger Form haben, aber trotzdem kann auch dieses Neuron in plus und minus dargestellt werden. Dann ist es ein elektrischer Prozess, der hier stattfindet. Immer Spannung. Plus, Minus ist immer in Spannung. Wenn wir Plus und Minus aufeinander legen, ist keine Spannung, ist nichts da. Weg. Die Nervenzellen kommunizieren natürlich mit dem ganzen Körper. Wie machen sie das? Sie schicken die Strom, die Informationen über Elektrizität in die eine Richtung und aus der Richtung kommt es wieder zurück. Hoch und runter, rechts und links, in alle Bereiche verbinden sie sich unterschiedlichster Art und Weise, mit unterschiedlichster Stärke, mit unterschiedlichster Kraft. Ja, das ist die Form der Nerven, die Form der Kommunikation. Also es ist nicht nur ein stoffliches Teil, sondern es ist ein in polare Spannung geladenes Teil, das miteinander mit anderen polaren Teilchen miteinander kommuniziert mit dem gesamten Organismus. Das, was wir letztendlich als Sehen und Hören und Riechen und Schmecken wahrnehmen, ist in uns nur Spannung in polare Einheiten. Hier in sehr einfacher Form dargestellt, mehrere Nervenzellen zusammengenommen, die aneinander haften durch die entsprechende gegenseitige Polarität. Ne? Eine stößt sich ab, das andere zieht sich an, hier zieht sich was an. Das kann man als einen Begriff bezeichnen. Also der Begriff zum Beispiel Wort, ja, der Begriff Wort, ne, ist in meinem Kopf und im ganzen Körper durch bestimmte Spannungsprozesse, ganz bestimmte eigene Spannungsprozesse materialisiert, kann man sagen. Ja? Wenn ich das Wort Wort denke, dann passieren in meinem Kopf ganz bestimmte Spannungsprozesse. Wenn ich ein anderes Wort denke, zum Beispiel Baum, entstehen andere Spannungsprozesse. Und wenn ich sage, das ist ein Baum, entstehen wieder andere Spannungsprozesse. Wenn ich etwas rieche, ist das ein Spannungsprozess. Elektrochemisch, polar, in Spannung. Wenn ich etwas höre, ist das ein Spannungsprozess. Wenn ich etwas fühle, ist das ein Spannungsprozess. Wenn ich verdaue, ist das ein Spannungsprozess. Unterschiedliche Stufen, aber immer ein Spannungsprozess, immer ein Prozess, der über Elektrizität und über chemische Verbindungen funktioniert. Das ist das Einfache. Daraus kann man natürlich
richtige Wissenschaft machen. Wollen wir aber nicht, wir machen ja die Basiswissenschaft. Wenn man es so will, besteht unser gesamter Körper aus Nervenzellen, aber auch aus anderen Zellen. Das müssen nicht unbedingt nur Nervenzellen sein, auch andere Zellen, stoffliche Zellen, sind alles Verbindungen aus Atomen, aus Spannungsprozessen, die alle miteinander kommunizieren. Und jedes Wort, jeder Begriff, jeder Ton, jeder Geruch, jeder Geschmack, alles, was ich ertaste, Wärme, Kälte, ja, spitz oder stachlich, alles ist in meinem Körper in Form von Spannung gespeichert. Unterschiedlichste Spannungsprozesse, daraus besteht mein Körper. Zu Bewusstsein und Unterbewusstsein komme ich noch, aber das muss man erst einmal wissen. Der ganze Körper ist Kommunikation, innen und außen, ist Sprache. Das muss man so nicht benennen, ich benenne es so, damit wir später den blauen Weg, wie er zu gehen ist, auch wirklich begreifen können. Das ist wichtig, ja? Dass wir verstehen, dass alles um uns herum ein Spannungsprozess ist, den man in unterschiedlichsten Wissenschaften untersuchen kann, anders benennen kann. Ich benenne es so, dieser Spannungsprozess im gesamten Leben kann man als Sprache bezeichnen. Ich bezeichne das als Sprache. Mit unterschiedlichen Begriffen, die in unserem Körper in unterschiedlichen Zellformationen zueinander passen, zueinander batten und auch über unseren Mund oder andere Organe ausgedrückt werden können. Das ist etwas, was ich in etwa schon wusste, aber vor noch gar nicht so langer Zeit nochmal bestätigt bekommen habe von einem Wissenschaftler. Das menschliche Gehirn. Und jetzt will ich nur das hier oben nehmen. Ihr könnt das dann multiplizieren mit all den anderen Gehirnzellen. Ja? Nur das menschliche Gehirn ist hier gemessen worden, berechnet worden. Man kann es nicht zählen. Das menschliche Gehirn soll 100 Milliarden Gehirnzellen haben. Es besteht also viel Verbindungsmöglichkeit. Jede einzelne Gehirnzelle, ja, jedes einzelne Neuron hat so viele Möglichkeiten, sich irgendwo anzupappen, und zwar, Pi mal Daumen, 10.000. Wir haben also 100 Milliarden Gehirnzellen und jede einzelne Zelle kann sich mit anderen Zellen, mit 10.000 anderen Zellen verbinden oder auch nicht verbinden, trennen. Ja, das sind ja auch Bits. Ich verbinde mich oder ich verbinde mich nicht. So funktioniert ja der Computer, ne? Und jetzt könnte man, oder ich sage das so, diese 100 Milliarden Zellen können sich jeweils 10.000 Mal verbinden, dann würde das als mathematische Formel, könnt ihr mich berichtigen, wenn das nicht stimmt, hoch 10 heißen. Das heißt, die 100 Milliarden Gehirnzellen, um alle Verbindungen, um alle Verbindungsmöglichkeiten herauszubekommen, zahlenmäßig, müsste man 100 Milliarden 10.000 mal nehmen. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden mal 100 Milliarden mal 100 Milliarden und das 10.000 Mal. Und dann hätte man eine Zahl, wenn man die benennen könnte. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, da haben andere sich schon Gedanken drüber gemacht. Ich muss mir aus alles nicht mehr selber alles ausdenken. Das sind so viele Verbindungsmöglichkeiten, unendlich groß, ja, so viele Verbindungsmöglichkeiten, wie es im gesamten Universum Teilchen gibt. Und das lasst erstmal sacken. Denn das ist ganz, ganz wichtig für den blauen Weg. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage für die blaue Schule. In uns sind so viele Verbindungsmöglichkeiten, also so viele Sprachmöglichkeiten, so viele Begriffsmöglichkeiten, wie es Teilchen im gesamten Universum gibt. Kleinste Teilchen. Also inbegriffen alle Galaxien, inbegriffen alle Sterne, inbegriffen alle Planeten, alles. Puh. Und dann komme ich jetzt mal zum Universum. Und das stelle ich mal ganz einfach dar. Als einen Stern, als eine Sonne. Ja, da haben wir eine Sonne, die scheint am Himmel. Eine Sonne gibt es nicht ohne Himmel. Also ohne
Hintergrund gibt es keine Sonne. Ohne Universum ringsherum gibt es da keine Sterne. Das ist ja wohl klar, ne? Dass da so eine Sonne nicht ohne irgendwas sein kann. Und diese Sonne hat innere Kräfte, die strahlt sie nach außen. Sie drückt Kräfte nach außen. Deshalb bezeichne ich die Sonne als Plus. Ja? Sie strahlt nach außen. Dass sie auch Anziehungskräfte hat, lasse ich hier erstmal weg. Ich will das nur einfach erklären. Sie strahlt mit ihren Kräften nach außen. Sie drückt sich aus mit ihren Strahlen. Wir saugen die Strahlen ein. Wir sonnen uns. Die Pflanzen trinken die Sonnenstrahlen, um daraus Kräfte zu basteln. Ja? Also alle brauchen wir diese Sonnenstrahlen. Sie schickt sie zu uns und sie kommuniziert dabei mit uns. Sie gibt uns dieses Sonnenlicht. Freiwillig oder nicht, ist auch egal. Ja? Also um die Sonne herum sind die anziehenden Kräfte. Deshalb das Minus dort überall. Ich sage, das gesamte Universum besteht aus den Kräften Plus und Minus. Sagt ja auch die Wissenschaft, nur sie misst das ein bisschen anders. Also, die Sonne ist das, was ausstrahlt, und um die Sonne herum ist das, was anzieht, hineinsaugt, das Licht aufnimmt und nicht abgibt. Deshalb ist es dunkel im Universum. Ja? Und nur dort, wo Sonnen sind, ist eben Licht. Jetzt haben wir aber im gesamten Universum ganz viele Sonnen, die strahlen, ganz viele Planeten. Wir haben ganz, ganz viele Galaxien und was da alles schon gefunden und gesehen und gesichtet und gemessen wurde. Also unendlich viele Sterne, Planeten, Galaxien. Viele davon strahlen etwas aus. Viele davon saugen das Licht in sich auf. Und einige Bereiche in diesem Gesamtuniversum, das an sich ja dunkel ist, ne, weil es saugt das Licht auf, gibt es auch so Verklumpungen, die man schwarze Löcher nennen kann, die ganz viel Licht in sich aufsaugen. Und mehr will ich zu dieser Physik nicht sagen. Nur im Universum herrscht diese Spannung zwischen hell und dunkel, diese Spannung zwischen Plus und Minus, zwischen Druck und Sog. Reicht aus für uns. Ja, für diese Wissenschaft reicht es vollkommen aus. Sternenwissenschaftler können sich mit viel, viel mehr Begriffen, mit viel mehr Begreifen beschäftigen. Und dieses Bild stellt einen, nur im Umriss so ein bisschen, einen Menschen dar. Und das hatte ich eben gesagt. In mir sind so viele Verschaltungsmöglichkeiten, wie es Teilchen und zusammengeballte Teilchen im gesamten Universum gibt. Und meine Behauptung ist, und das sollte man das Gegenteil beweisen, meine Behauptung ist, die Spannung in mir und die Spannung um mich herum sind eine polare Einheit. Ich und meine Umwelt sind eine kommunikative, miteinander im Austausch stehende polare Einheit. Ich habe viele verschiedene Spannungszustände, meine Umwelt hat verschiedene Spannungszustände. Das muss ich wissen, wenn ich den blauen Weg gehe. Ich muss es ganz genau wissen, dass es so ist, sonst kann ich den blauen Weg nicht anwenden. Und auf vorangegangenen Videos hatte ich mal gesagt, ich bin der ich bin. Ich bin der Herrscher in meinem Universum. Und um mich herum, da ist das Dasein. Es ist da, weil ich es so erkennen kann. Ich bin hier, das ist da. Das um mich herum ist das Dasein. Für andere bin ich Dasein. Deshalb ist alles, alles Dasein bewirkt aus einer inneren Kraft heraus, die sich differenziert und differenziert, miteinander Verbindung und miteinander in Spannung steht. Manche Spannungen sind angenehm, manche Spannungen sind unangenehm. Manche Spannungen erkennen wir als sehr unangenehm, als Problem. Wir können das Problem da draußen lösen, aber ich sage, wenn wir wissen, wie es funktioniert, können wir es auch in uns mental über Sprache lösen. Das ist möglich. Ich beweise es euch in späteren Videos. Das soll hier erst einmal soweit genügen. Wenn alles Dasein Spannungsprozesse sind und wenn ein Spannungsprozess, wenn Spannungsprozesse Sprache sind, dann ist alles Dasein Sprache. So sehe ich es. So ist es meine Theorie. So können wir diese Theorie in einer besonderen praktischen Anwendung anwenden. Und das, was ich hier zeige, ist sozusagen die Lehre, dass man etwas lernt auf diesem Weg, dass man begreift,
Was ist die blaue Schule? Worauf basiert sie? Was ist meine Idee dabei? Ich habe viele Ideen aus den unterschiedlichsten Zeitaltern, Bereichen, Büchern, Filmen und sonst wo mir angeschaut, versucht zu begreifen, aber zu meiner eigenen Theorie und Lehre geformt, die ich hiermit mit dieser Videofolge darstelle. Hier habe ich gezeigt, dass ich der Ansicht bin, alles ist Sprache. Und im nächsten Video möchte ich euch weiterführen auf der Basis dieses Videos zu dem, was Denken ist. Ich hoffe, ihr seid inzwischen nicht umgefallen. Es hat ein bisschen Spaß gemacht, die Lust haben zuzuhören. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, guckt es nochmal oder habt sonst viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss.